Servus und willkommen beim weiteren Tutorial von Bucket Support. Ja, wir kommen zu einem nächsten kleinen Fun-Plugin und zwar zu Game Mode Changer Version 1.1 für die Bildversion 1240, also für 1.8.1. Gut, was ist der Game Mode Changer? Ja, seit 1.8 gibt es ja den Game Mode Einstellung in der Permission zum Beispiel. Das heißt, wir können von Survival auf Creative Mode wechseln. Das heißt auch die Spiele, aber nur wenn wir in der OPS drin stehen. Ja, dieses Plugin ermöglicht das auch. Bloß das können wir jetzt hier mit Schildern machen, wenn ja die Spieler die richtigen Permission, das heißt, es läuft über Permission-Befehle rein. Gut, als allererstes brauchen wir erstmal das Plugin. Dafür scrollen wir einfach hier runter. Einfach hier diese JAR-Datei einfach runterladen, in den Plugins-Ordner schieben und den Server neu starten. Ich habe das natürlich alles schon gemacht. Dann generiert sich ein neuer Ordner und zwar der Game Mode Changer. Dort geben wir mal ganz kurz rein. Hier eine kleine Config und eine Rules, also nichts Besonderes. Ich lasse jetzt alles so eingestellt, wie es hier ist. Hier ist jetzt in dem, dass wir das mit Schilder machen wollen. Ja oder nein. Hier oben nochmal eine kleine Erläuterung. False gleich No, also nein. Und True gleich Yes für Ja. Also Signs wollen wir natürlich aktivieren. Wir wollen das jetzt mit Schilder machen, also Ja. So, das nächste ist in dem Sinne, wenn wir zum Beispiel in Welt 1 und wir haben den Survival Mod und gehen zum Beispiel auf den Creative Mode in Welt 2, ob wir denn den weiterhin den Survival oder ob wir den Creative Mode wieder umgeschaltet wird, das schalten wir jetzt so drinne. Das heißt, ich bin in Welt 1, habe den Survival, gehe auf Welt 2 und dann habe ich wieder den Creative Mode. Gut, das nächste ist in dem Sinn, ob der Creative Mode für alle Welten eingeschaltet sein soll, in dem Sinne für nein. Und ja, der letzte in dem Sinn, ob der Survival Mod für alle Welten aktiv sein soll, also auch auf nein, also auf false. Also ich lasse alle Einstellungen so, wie sie sind. Gut, das nächste ist, ja, jetzt stellen wir natürlich unsere Permission ein. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Den schneiden wir mal ganz kurz aus und schieben den hier wieder zurück. Ja. Drücken wir nochmal F5. Genau. So, dann gehen wir in den Group Manager von Essentials oder wenn ihr Permission habt, natürlich unter Permission. Dann gehen wir in Roles und dann in die Welt und öffnen die Group YML mit Notepad++. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wissen, für welchen Status oder für welche Gruppe wir diesen Mod nutzen wollen oder wer das nutzen darf. In dem Sinne habe ich zum Beispiel ein VIP. Das heißt ja, dass ich sage, okay, VIPs, die bezahlen ja meistens, also bei Public Server ist es ja so, dass die einen Betrag bezahlen in Monaten oder für 2 Monate, wie auch immer, und da würde ich dann sagen, dass die diesen Mod nutzen können. Dafür gehen wir mal ganz kurz zurück auf der Page. Scrollen einfach hier ein bisschen weiter runter. Jetzt muss ich selber mal gucken. Hier sind die Kommandobefehle. Das seht ihr denn hier nochmal. Das ist das, wie es manuell oder wie auch immer. Wir können auch den Mod disablen. Das heißt, in dem Sinne, aber das zeige ich euch hier gleich nochmal. Da kommen wir gleich nochmal zu den Permission. Ja, in dem Sinne möchte ich in dem Sinne, dass die Schilder nutzen dürfen. Dafür markiere ich mir einfach nur das gmc.use, einfach kopieren. So, denn einfach bei Permission Doppelpunkt einfach mit Enter bestätigen, einmal komplett zurück. Das ist ganz wichtig, weil es sonst als Tab-Taste angezeigt wird. Denn Minus, Leerzeichen, denn den Befehl rein. Und ja, wir haben jetzt gmc.us
und dann haben wir noch einen Punkt und da machen wir jetzt einfach nur einen Stern rein. Das heißt, diese Gruppe darf jetzt diese Befehle nutzen. Das würde also heißen, wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Ja, indem sie hier nur diese drei Befehle, das heißt eigentlich so viel, ja, dass sie nur die Schilder nutzen dürfen, mehr nicht. Das nächste ist in dem Sinne, ja, setzen wir den Moderatoren, ne, die dürfen das eigentlich auch nicht, ne, das würde ich sagen, die nutzen auch nur die Schilder, weil, ich muss ja kurz gucken. Der VIP der Bilder, das ist okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz zum Moderator. Jetzt kommen wir mal ganz kurz runter. Der hat die Berechtigung des Bilder. Also müssen wir das denn auch noch mal dort anpassen. Das heißt, ich kopiere mir das einfach. Kopieren. Moderator, da ist er. Auch noch mal zurück. Minus Leerzeichen Befehl rein. Das heißt, der besitzt jetzt die gleichen wie der VIP. Ja, und dann kommen wir noch zu den Admin, also der Co-Admin, weil bei Essentials gibt es ja den Owner. Ganz oben nochmal. Der Owner ist in dem Sinne der oberste Admin. Und ja, der Admin, der jetzt hier drin steht, ist in dem Sinne der Co-Admin. Also das haben sie ein bisschen bescheiden gemacht, aber. Okay, einfach Leerzeichen minus Leerzeichen Befehl. Da machen wir aber nur GMC Punkt und dann den oder der Stern. Damit ja, kann der alle Befehle ausführen, was über den Game Mode Changer läuft. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr natürlich Permission, das Gruppen Plugin Permission habt, dann müsst ihr eigentlich minus Leerzeichen am Anfang und am Ende, ups, zu weit, zwei Apostroph reinsetzen, dann wird es erkannt. Ja, bei Essentials dürfen die natürlich nicht drin sein, darum nehme ich sie wieder raus. Das einfach abspeichern, jo, dann können wir das eigentlich schon schließen. Das schließen wir auch. So, gucken wir noch mal ganz kurz weiter. Na, zu weit. Genau, das ist hier die Standardeinstellung. Falls ihr was umgestellt habt und ihr wisst nicht, ja, wie war das ganz am Anfang, hier immer noch mal, wie es normalerweise, wenn es generiert wird. Ja, dann haben wir hier gleich noch die Commands. Da kommen wir jetzt gleich noch zu im Game. Tutorialliste, gut, interessiert uns in dem Sinne nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Game. Ja, und da sind wir natürlich in Minecraft. Wir gehen jetzt auf Multi. Ich connecte auf meinen Testserver und ihr auf eurem Mi, zum Beispiel Localhost. So, ja, ich muss mich natürlich auch hier einloggen. So, und zwar, ja, wo machen wir das? Auf der normalen machen wir das mal ruhig hier. Ja, ich lösche jetzt erstmal mein Inventar. Clear minus A. So, erstmal komplett geleert. So, ich hole mir jetzt in dem Sinne erstmal nur zwei Schilder. Eins, zwei. So, schalte jetzt das auch aus und stacken uns das. Ne, ich brauche noch ein Schild. Und zwar gibt es ja drei Befehle. Einmal das Toggle noch. So, also nochmal. Noch einmal stacken. So, also fangen wir an. Das heißt, wir setzen erstmal hier ein Schild hin. Dort in der zweiten Klammer. Erste, glaube ich, war das. Ja, erste. Da setzen wir jetzt Game Mode, den Klammer wieder zu und dort geben wir jetzt welchen, ja, Mode wir hier aktivieren wollen. Das wäre der Kreativmod.
So, gehen jetzt einfach auf OK. So, dann wird es auch hier schon grün angezeigt. Also, wir gucken hier ganz kurz nach. Oh, na. So, das heißt, das ganz normale. So, das nächste Schild, das setzen wir ruhig mal hier hin, dann nehmen. Ja, dahin. Dort auch wieder. Scharfe Klammer. Game Mode. Und dort geben wir den Survival. So, dann aktivieren wir das auch. So, das heißt, zuerst gehe ich hier in den Schild, wenn ich natürlich die Berechtigung habe, mit Rechtsklick. Ja, dann wurde es ja erstellt. Das heißt, das gucken wir jetzt mal. Ja, und wir sehen, wir haben nun den Kreativmodus, also alles, was dazugehört. So, dann gehen wir mal zum zweiten und klicken da mal drauf. Ja, und wir haben unser Inventar wieder drin. Natürlich können wir das noch ein Toggle-Schild erstellen. Dafür habe ich ja auch also das dritte Schild. So, das heißt, das schalten wir einfach hier auch hin oder stellen wir hin. Den auch wieder hier. Game Mode. Und dort setzen wir eigentlich nur das Toggle rein. So, Toggle. So, haben wir jetzt auch erstellt. So, das heißt, wir haben jetzt den normalen. Klicke ich drauf, haben wir das Creative. Dann wieder Survival. Wir Creative Survival. Also, ich kann das jetzt so umstellen, wie ich das möchte. Also, es funktioniert. Gut, schalten wir das jetzt erstmal wieder auf den normalen. So, also wir können jetzt in dem Sinne auch, glaube ich, ja, genau hier mit Einschlag, also wie es wirklich hier ist, können wir das denn reinsetzen. Da setzen wir uns jetzt nochmal einen Stein hin. Also, es funktioniert. Ich kann hier in dem Sinne abtragen oder auch wieder zupacken. So, na, machen wir jetzt ein kleines Loch. Das war jetzt sehr, sehr nice. Das war ein Fake. So, holen wir uns noch mal ganz kurz ein. Na, jetzt habe ich mir 24 Stack. Na, ist egal. So, schalte das nochmal ab. So ist aus. So, also diese Befehle funktionieren alle. Jetzt gibt es natürlich ja noch ja, den Game Mode Changer. Ja, da geben wir jetzt mal ein. Wie wird denn der jetzt? Ich glaube, wir können auch GMC, also slash GMC. Help eingehen. Gut, gibt's nicht. Stand nämlich auf der Page. Minus A. Gut, gibt's auch nicht. Also müssen wir schon Game Mode. Changer. Gut, sehr interessant, was dort nur gibt. Mal gucken mit Help. Was gibt es dort? Auch nichts viel. Da gab es nämlich, glaube ich, noch minus A. Nö, also da kriegen wir keine Infos in dem Sinne. Slash Day machen wir mal auf 11 Uhr. So, ja, dann können wir zum Beispiel ja, den über, ja, wie eigentlich, wie in der OPS, können wir zum Beispiel eingeben, ja, Survival.
Denn in dem Sinne eigentlich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, den Nickname. Gut, das war falsch. Also slash. AL, glaube ich. 1976. Genau. Und wenn wir jetzt gucken, okay. Habe ich den Befehl jetzt drin. Und wenn ich jetzt den in kreativ, dann gucken wir, ob das geht. Kreativ. Gucken hier. Ja, und das funktioniert also auch. Das können wir eigentlich auch machen. Also es funktioniert auch. Ich schalte den mir jetzt mal wieder um. So, ist drin. Ja, wir können natürlich auch den, ja, diesen Mod auch abschalten. Das machen wir eigentlich nur mit slash gmc. Und steht da miss disable. Gut, ist jetzt abgeschaltet laut Info. Das heißt, wir testen das mal. Ne, geht auch trotzdem. Okay, ich schätze mal, da ist auf jeden Fall noch ein kleiner Bug drin. Also man kann ihn nicht abschalten. Weil auf der Page geht das, soll das angeblich gehen mit slash gmc-disable und dann soll es eigentlich abgeschaltet sein. Wenn wir jetzt hier in den Logfile nachgucken, okay, gut, gehen wir noch mal ganz kurz ein. Disable haben wir eingegeben, kommt aber auch keine Info, also das geht wohl so nicht, so wie ich das sehe. Aber naja, ihr könnt es ja testen. Ich finde es auf jeden Fall ein nützliches Plugin. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Ja, wir sehen uns beim weiteren Tutorial. Bis dann, bye bye, euer Eis von Bucket Support.